Herzlich willkommen zurück bei Dead Island. Mit dem Vogel da immer noch. Ganz genau. Haben wir nicht schon mit dem geredet? Ich weiß es nicht. Ja, anscheinend nicht. Hm. Hier, kannst du mal den Alkohol nehmen. Ach so, nicht. Oh, Alkohol. Oh. Dann drück mal die linke Maustaste. To reach him, we need a boat. And the only boat we had was stolen by that bastard Afran. If you want to talk to Moen, you have to get it back. You think you can do it? So, Glücksritter, hol dir das Boot zurück und löte Afran. Achso, und töte Afran. Das Schwierigkeitsgrad sehr schwierig. Belohnung 6500 EP und Cash. Du heißt übrigens, Xian Mai. Great. There is only one village in the Crocodile Valley that has access to the river. So my guess is that's where you'll find Afran. I doubt he would get rid of the boat. Get going. Was hast du gerade gesagt? Ich habe es nicht du verstanden. Du heißt übrigens Xian Mai. Wieso das denn? Steht auf dein Namensschild drauf vorne. Ich habe ein Namensschild? Du hast ein Namensschild, ja. Da steht, warte, da steht drauf. Ich kann es nochmal vorlesen. Bleib mal stehen. Xian Mai und das unten kann ich nicht lesen. Irgendwie. Habe ich echt also den Alkohol ins Inventar, ins Schnellinventar bekommen, anstatt die Pumpgun, echt, ey. Ja, also los geht's. Unglaublich. Können wir nicht fahren? Nein, können wir natürlich nicht. Stimmt, nicht. Natürlich nicht. Warum denn auch? Weil man hier fahren kann. Ja, das ist so geil. Ich sitze mal wieder hinten, ne? Ja, aber ich glaube, hier kannst du nicht fahren, das ist Dschungel, das kennst du doch. Ja, nach vorne gesehen hier. Es gibt irgendwo Felsen oder keine längs. Bestimmt. Wäre auch langweilig, wenn nicht, ne? Ganz genau. Aber wenigstens schaffen wir dann einen Teil der Strecke. Jo. Da waren Leute, die hätten wir töten können. Ach, die sind explodiert, hast du doch gesehen. Wir hätten Action haben können. Oha, hier ist eine Brücke. Wir hätten die looten können. Aber nein, der feine Herr. Oder das war ein Baum. Hier müssen wir hoch. Ich kann leider nicht nach hinten sehen. Das nee? Ist, nee, ich kann schon. Nicht komplett nach hinten sehen. Ach so. So, einen habe ich bekommen und wir sind falsch. Ja, mal. Wir sollen da rum auch noch, weißt du? Dreh mal um, ich habe eine Pumpgun, ich kann ein bisschen drauf rumballern. Oder du überfährst hier einfach das Geld. Wir müssen mal ganz schnell hier weg, du. Ich hab keinen Bock da jetzt zu kämpfen. Das ändert wieder mit dem einen, weißt du? Ja. Ja, mit den drei waren da, glaube ich. Ja, zwei davon hast du überfahren. Und trotzdem waren noch welche. Echt? Ja. Oh, ab geht's durch Wasser? Nee. Fast. Ich roll jetzt gerade nur noch, ich gebe kein Gas mehr. Okay, warte, jetzt gebe ich wieder Gas. Oh mein Gott. Wir sind da. Anscheinend, oder? So halb. Trotzdem laufe ich ab jetzt. Erstmal kommen da noch Viecher. Oh, ich habe keine Money mehr. Das ist natürlich toll. Natürlich wieder ideal. Okay, die Pistole bringt echt überhaupt nichts, ey. Jetzt habe ich eine, ja, hier liegt noch eine Waffe, wenn du haben möchtest. Ja, ich komme sofort. Ich habe hier gerade noch mal ein bisschen aufgeräumt. Ich hätte gerne Munition für die Pumpgun, falls du welche hast, kannst du die droppen. Weil die ist echt gut. Weißt du? Mhm. Hast du vielleicht welche? Nee, gerade nicht. Und wo bist du überhaupt langgelaufen? Fragen wir es mal so. Nehmen wir einfach die Leiter. Genau. Ja, ich wollte nicht erst die Kästen da hoch. Ich schieß gerade ein bisschen deswegen. Ja, ich. Verschört man es vielleicht nicht. Ach, da bist du. Oh. Benötigt Stufe 28. Ich bin nicht Stufe 28. Ich kann sie nicht mehr aufheben. That's it. I'm out. Ich muss mal ganz kurz, gucken. Spieler. Welches. Ich gut, ich bin Stufe 24. Okay.
So, willst du auch nochmal? Ja, da ist doch schon wahrscheinlich... Zweck, glaube ich. Das Auto kann man leider nicht sprengen. Naja, wie auch schon. Bekloppt. Lauf, lauf! Stirbst du davon eigentlich? Ja. Oh, komm mal wieder her, ich will dich mal töten. Also, komm mal her. Du musst erstmal gehen. So. Irgendwann musst du da wieder rauskommen. Eingehender Schaden minus 20%. Oha, hier ist wieder Action, komm her. Ja, ja, entspann dich. Ich habe echt für nichts mehr Munition. Ah, der Revolver, den habe ich noch, okay. Hättest du viel lieber Pumpgun? Oh, Alter, kurz mal Medipack benutzen. Gut. Hier ist alles nur noch so High-Level. Ich brauche überall nur noch Stufe 28 oder sowas. Allein schon, um die Pistolen nehmen zu können. Weißt du? Irgendwie... Na komm, guck mal. Boah, echt. Sie haben vier Leben. Boah, die sind verdammt gut. Oh, fall ich einfach runter. Als wenn ich einfach sofort weg bin. Ich bin da hochgelaufen, sofort tot. Einfach keine Chance mehr gehabt. Krass. Aber gut, ich bin ja auch noch ein bisschen zu klein sozusagen. Der hat schon mal einen Headshot kassiert. Boah, die sind echt gut, ne? Der auch. Mal sagen. Ha, jetzt habe ich eine Waffe gefunden. Die ich auch nehmen kann. Frage ist halt nur. Egal. Boah, gleich mal mit dieser Waffe. One kill hier. Ist noch Gewehrmunition. Ich habe ja auch schon jetzt ein Gewehr. Ist das hier? Zack. Ich durchsuche ja erstmal ein bisschen, ne? Du kannst ja ein bisschen Action machen. Ein bisschen Action, Action. Ich hoffe irgendwie ein bisschen auf Pumpgun-Munition. Aber... Echt, darauf hoffst du? Ja, die war irgendwie cool. Du bist natürlich erstmal schon 10 Kilometer vorgerannt. 28 Meter. Also ja, 10 Kilometer. Ist ja fast das gleiche. Ach nein, der ist doch nicht etwa gerade gestorben, oder? Zum dritten Mal bestimmt. In dieser Folge. Nö, ich hab das gar nicht mehr gekriegt, dass du gestorben bist. Wird dir auch nie angezeigt. Ach, dass du schießt, du bist ja echt langweilig, ey. Ich nehme so. Die schieße doch nicht. Wozu haben wir die Waffen denn? Mann, 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 ey. Die wollen doch alle nur... Bräutert? Nö, bräunig, okay. So. Werbung geben wir? Weiß ich nicht. So, die beiden werden wir auf jeden Fall schon mal los. So ist das. Wird jetzt auch noch zum Shooter langsam, ne? So ein bisschen. Hätte ich ja nicht gedacht. Da so viel mit Waffen ist jetzt am Ende. Noch sind wir nicht beim Ende. Wir haben, glaube ich, noch drei Kapitel. Ja, ich meine aber so jetzt. Ist ja das Ende jetzt, wenn du mal so einen Anfang vergleichst mit dem jetzt hier. Schöner durch die Wand. So, der Feind. Hallo, ich komme hier echt. Wie hakt meine immer irgendwo fest? Oder meine vier, ja. Viel mehr. Die ist ein bisschen. Keine Ahnung, fällt mir gerade nichts zu ein. Ich wollte gerade schon wieder die Taste für COD benutzen zum Nachladen. Ja, schön.
Schön den Loot einsammeln. Ganz genau. Hey, meine Waffe ist nicht ausgerüstet. Oh. Aufstieg. Lass mir bitte auch noch ein bisschen Munition da liegen. Lass hier alles hier liegen, weil mein Inventar voll ist. Okay. Ich muss aber mal ganz kurz ein bisschen skillen. Komm mal. Was ist denn das hier? Kommando, nö. Ich möchte mal hier, ehrlich gesagt, auch mal. Was ist das hier? Schaden mit scharfen Waffen. Ja, wir machen einfach mal das da. Machen wir einfach mal. Muss ja weiterlaufen, weil der rennt ja vor oder stirbt hier einfach. Krass. Das ist eine epische Sequenz. Nein. Das ist lustig eigentlich. Ich geh rein, ne? Mhm. Boah, da geht hier richtig viel Muni rum und alles. Das ist Jod. Boah, ich mach hier ein bisschen. Bauplan Phoenix. Erstmal reparieren und upgraden. Ich habe schon mal schön ein bisschen Schaden bei dem gemacht. Ich hole erstmal meine Waffen. Aha, machen die dann auch. Kann man auch die Gewehre reparieren? Oder muss man die auch reparieren? Die sind doch gar nicht kaputt. Ja, ich frage ihn, ob die dann vielleicht irgendwie irgendwann abgenutzt werden. Die gehen eigentlich nicht kaputt. Jetzt haben die alle keine Gewehrmunition mehr. Och. Ich glaube, ich habe mein Gewehr jetzt. Ja, mein Gewehr ist jetzt weg. Toll. Dann nutzen wir das einmal und nehmen dafür dann das Gewehr dann wieder mit. So, und jetzt gehe ich, glaube ich, noch mal kurz zurück, Gewehrmunition holen, ne? Die 2 Meter. Wenn du eine große Spaltaxt, große Universalaxt, Feueraxt oder Wikinger des Südens hast, dann sag mal Bescheid. Dann kann ich dir eine Phönix bauen. Ja, das kann ich tun. Hui, das hakt auf einmal bei mir. Ach, ja, genau, fährt einfach durch die Decke durch, ne? Klar. Und geh wieder einfach durch die Decke nach oben. Was ist das denn hier? Jo, der hängt jetzt hier zwischen den Balken. Guck mal an hier. Ja, hallo? Der hallo? Springt hier durch die Decke durch und dann ging er wieder nach oben. So, da kommt er. Der Gute. Alter, macht der Schaden. Ja, hast recht. Alter, da musst du aber echt. Boah. Warte, ich helfe gleich. Ich schieße aber gleich drauf. Mal kurz eine neue Waffe ausrüsten. Oh, warte, ich hab nochmal einen Molotow. Warte mal, ich hab einen Molotow. Wäre denn nicht, wenn ich hier oben auch irgendwo rumstehe, dann wäre das ein bisschen. Komm runter da. 3000 EP, krass. Hast du getötet? Nein. Aber. Er hat Schaden gekriegt. Ach so. Mal einfach nur ein bisschen Schaden nebenbei, ne? Bis du dann auch immer irgendwann wieder kommst. Ich baue mir gerade nochmal eine Deo-Bombe. Okay. Oh, wo ist die denn? Wie finde ich die denn? Ich habe die schon gebaut, aber wo ist die jetzt? Das ist so, er ist tot. Ne? Hast du mir gekriegt, oder? Keine Ahnung. Dass ich den einfach mal eben gerade unepisch getötet habe. What? Alter, hab ich grad Schaden gekriegt. Hat er irgendwas von wo, verdammt? Boah. Ja, seine Waffe, aber die war irgendwie nicht so.
Also genau, wenn er rausguckt, muss ich natürlich auch noch nachladen. So. Ja. Gehen wir mal weiter, ne? Was ist denn alles hier? Okay. Hier längs soll ich? Und jetzt hier raus, oder was? Die wollen mich verarschen. Wollen sie dich? Du musst nämlich runter dafür. Natürlich verarschen die dich, was denn sonst? Jeder verarscht dich. Let's open this up. So, hallo, nein, ich will mein Gewehr wieder haben. Wir nehmen das scheiß Messer mit. Jobsboot und ich fahre. Kann man hier fahren? Nee, kann man nicht. Man muss hier reparieren und modifizieren. Das ist eine Werkbank. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, ne? Ah, hier, da. Hier, hier kann man fahren. Ich wollte noch reparieren. Ah, sind wir schon da. Gut, schön. Okay, das war ja eine actionreiche Sequenz. Hallo? Warte, ich muss mal ganz kurz hier hin, zu ihr. Und das Inventar nochmal vorhören. Drogen habe ich mit. Hier habe ich Drogen. Ja. Oh, warum mal das ist. Also, was man damit machen kann, meine ich. High werden? Also, wenn ich high werden will, springe ich ins Meer. Mhm. Ja, ja, so kommst du jetzt, oder? Ich muss doch kurz das Inventar leer machen, obwohl scheiß drauf so. So, guck mal hier. So, hier müssen wir. Hier, hier, hier. Well then, ready for a meeting with Moen? Natürlich. König des Sumpfes. Suche Moen in den Sümpfen. Schwierigkeitsgrad sehr einfach, Belohnung 1000. EP. Okay, let's go. Das ist ja eine sehr schwere Mission. Also jetzt müssen wir es losgehen, okay. Okay, ich laufe dann richtig, ne? Theoretisch, ja. Ja, du bist ja falsch gelaufen. Hä, ich bin hinter dir. Eben bist du aber geradeaus weitergelaufen bei mir. Ne. Doch. Guck mal, den kannst du deine Drogen geben. Sieht ja aus wie dein Vater. Tutero says you okay, and that's one but I trust. The bra from the radio has it wrong, okay. I don't know no way to any prison. Can't help you with that. But I do know where the walking dead come from. And if you want, I can take you there. Deep in a jungle. A place where they do ugly experiments with God's creatures. This is where the corpses come from. This I know. You wanna go? Ja, Flussfahrt. Überprüfung des die Situation im Labor. Schwierigkeitsgrad Mittelbildung 3000 EP. Yes. Okay, then. Let's go. Na dann. Schaue ich mich hier nochmal kurz um, während ihr da mal loslauft. Ach, guck mal, ein Ausweis. Genau. Sehr schön. Hab ich auch schon mitgenommen. Du hast auch, glaube ich, einen übersehen. Das kann passieren. Hast du dir jetzt den Bauchplan mitgenommen? Welchen? Geben, in der Hütte da, wo du den anderen getötet hast, diesen großen. Also ja, den habe ich mitgenommen. Bauplan Phoenix oder so. Ja, habe ich mitgenommen. Ja, gut. Ups, Entschuldigung. Falsche Taste. Ah, ist ja nicht, wir müssen ihn wieder beschützen. Achso, jetzt sollen wir wieder zu denen ach gehen. So. Ach so. Ich dachte schon, kommt da irgendwas oder? Ladebildschirm, Kapitel 12 sind wir schon. Ja. Die wissenschaftliche Methode. Ladelabor. Sag bloß, die haben diese komischen Viecher im Labor gezeugt. Das wäre irgendwie ein bisschen enttäuschend. Aha. Gut. Dann laufen wir mal los, oder können wir... Guck mal. Was? Ich kann fahren. Das ist ja schön. Kommen Sie, steigen Sie ein. Steigen Sie ein, können Sie sterben, oder was? Mhm.
Natürlich. Huch, ich wollte die 600 EP haben. Und den Baum. Der war ganz besonders toll. Oh, ich kann nichts mehr sehen. Da ist noch ein Baum. Ich bin der beste Fahrer der Welt. Da ist noch ein Baum. Dieses Auto kann auch nirgendwo durch, ne? Boah, ey. Unglaublich. Das kann ich mal durch so einen kleinen Ast durchfahren. Ne? Wollte ich mich ja nur drüber beschwert haben. Steig aus. Alter Schwede, komm zurück. Setz meine Rückwärtsgang ein, schnell. Was war da jetzt so schlimm? Nächstes waren noch viele. Achso. Hier los, Alter. So. Was haben wir hier noch? Ein Fakt, okay. Ich glaube, fast hier sollten wir jetzt Muni sparen, wo wir halt nicht mehr so viel haben. Achso, das kann natürlich sein. Ja, ist, glaube ich, besser. Ich glaube, man hat sich dazu sehr daran gewöhnt. Wir sind noch Leben. War Leben. Oh, Leben? Oh, oh. War, ich habe es aufgegessen. Hab dein Leben gegessen. Ja. Nimm ich halt das hier. Genau. Schön, ich komme nicht über die Bank durch, deswegen kannst du das wieder looten. Jetzt hab ich es gelootet, sehr gut. Telefon haben wir auch noch gefunden im Müll. Wer auch immer sein Telefon wegschmeißt. Alkohol. Alkohol. Sehr schön. Alkohol. So. So. Wir haben ja sogar einen Auftrag. Weil bis eben war ja noch nichts markiert. So, guten Morgen. Du hast also Zombies erschaffen. We're developing as well as testing various cosmetics away from prying eyes. You see, our previous lab was firebombed by animal rights activists. But right now, we're dealing with a more immediate problem. The source of this bizarre infection. I'm sorry. Let me introduce myself. I'm Dr. Robert West. I've been examining the blood of several natives suffering from this infection, and it appears to be a virus of some kind. But it mutates so quickly, it's impossible to classify. If you don't mind, I'll take a sample from each of you. In that case, please, line up. Aha, also sucht dieser Dr. West ein Heilmittel? Ja. Gott, war der Scheiße, Alter. Weißt du, Dr. Best ist ja eigentlich für... Was, Zahnmedizin? Ich hab doch keine Ahnung. Let's take a look. Ist das so? Ja, irgendwas in so einer komischen Fernsehwerbung, die ich noch kannte. Schön, dass du so wieder für Fernsehwerbung kennst. Aufzeichnung. Oh. The infected animal tore the driver right out of the car. Sorry, but I didn't even try to help him. I ran. I kept on running until I couldn't hear the driver screaming. Somehow I found the lab. A few of the guards thought I was infected. They almost fucking shot me. But they didn't. And thank God. And now I'm inside. I'm safe inside. But this complex, it isn't. It is not defensible. A group, however, is preparing to leave the lab for the island prison. It's designed to house the worst of the worst. So it's a fortress. If the infection hasn't spread inside, then it may be the last safe place. The last chance any of us have to survive this. Aha. Okay, aber wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Genau. Und der hier macht hier schöne Tonspuren oder auch immer. Oder was auch immer. Keine Ahnung. Der schneidet, hier werden Videos geschnitten. Achso, das ist... total interessant, ne?
So, auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge. Genau. Wenn wir wieder so viel Schwachsinn labern. Genau, und dann geht's weiter mit dem Blue Bird nehmen, hoffentlich. Ja, und bis dahin. Tschüss.